Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Homefront The Revolution. Ich habe dieses Game gerade schon mal ganz kurz angezockt, um mal ein bisschen zu testen. Ich weiß noch nicht, ob ich das ganze Let's Play komplett durchziehen werde. Aber ich würde mal sagen, wir schauen mal. Es begann mit der Apex Corporation in den 70er Jahren und der Entstehung des Silicon Rivers in Nordkorea. Selbst zu dieser Zeit waren sie uns technisch weit überlegen. Wir kauften alles, was sie uns anboten. Telefone, Tablets, einfach alles. Und als sie begannen, Waffen herzustellen, konnten wir nicht widerstehen. Unsere Kriege im Mittleren Osten wurden immer schlimmer. Ein Krieg führte direkt zum nächsten. Sogar nach dem schrecklichen Tag in Riad kämpften wir weiter, während unser Land zerfiel. Dennoch kauften wir Apex, um uns einen Vorteil zu verschaffen. Der Dollarkurs sank, unsere Schulden an Nordkorea explodierten. Die Arbeitslosigkeit stieg und die Nation ging in die Knie. Die scheiternde Regierung beglich die Schulden nicht, woraufhin Nordkorea seine Entscheidung traf. Jedes einzelne Stück Technologie, das sie uns verkauften, hatte eine Hintertür. Sie legten unser Militär mit einem einzigen Knopfdruck lahm. Die ersten KVA-Truppen auf amerikanischem Boden sollten mit dem Wiederaufbau beginnen. Aber nach den ersten Hilfspaketen gab es nur noch Brutalität. Sie nahmen uns unsere Unabhängigkeit und Freiheit. Amerika wird von der KVA kontrolliert. Aber es wird sich wieder erheben. Du bist die Revolution. Joa, dann wollen wir mal gucken, wa? Hallo und willkommen bei KC. Ich bin Suvin Kang. Unsere Hauptnachricht. Heute haben die Vorbereitungen für die lang ersehnte Patriots Day Parade begonnen. An diesem Tag feiern wir die Bemühungen der Liaison-Offiziere. Sie arbeiten unermüdlich daran, die Lücke zwischen der Übergangsregierung und den normalen Bürgern zu schließen. Bürgermeister Simpson hat geschworen, die Antiterroranstrengungen zu verdoppeln. Zusätzliche Friedenswächter wurden abgestellt, um die Sicherheit der Bürger während der Parade zu gewährleisten und gegen sämtliche kriminelle Handlungen im Vorfeld vorgehen zu können. Dazu Simpson gerade vor den Kameras. Wir alle kennen die tägliche Bedrohung hier in Philadelphia nur zu gut. Die Bomben, die Schießereien, alles von Benjamin Walkers nationalem Terrornetzwerk inszeniert. Keine Sorge, wir werden diese Kriminellen zur Rechenschaft ziehen. Die Friedenswächter halten unsere Straßen sauber und sicher für alle Bürger. Dank der verbesserten Bedrohungserkennungssysteme unsere... Halte das Ding aus, Brady! ...Terroristen schneller erkannt und neutralisiert. Dieser verdammte Wichser, wir sind Terroristen? Nach allem, was er getan hat? Der wäre nicht so dreist, wenn er wüsste, dass Walker schon hier ist in Philly. Ja, Walker wird ja ordentlich für Chaos sorgen. Wann kommt er an? 5 Minuten. Wäre besser, wenn diese neuen Drohnen ihn nicht scannen. Sind wir soweit? Glaube schon. Hoffe es verdammt nochmal. Ist schon was, Brady? Wie lange bist du jetzt dabei? 3 Tage? Bald wirst du Walker persönlich treffen. Er ist der einzige Grund, warum ich hier bin. Er hat uns alle inspiriert. Brady, gibst du mir mal das Gas? Danke. Nehmen an, Walker war schon in Washington eine Legende, hm? Ich habe ein bisschen was davon gehört, tut mir leid. Ich bin froh, dass du jetzt bei uns bist. Hey Leute, hier stimmt was nicht. Die Straße ist leer. Was? Scheiße, sind wir das? Verdammt, Walker wird jede Minute hier sein. Es ist eine Razzia! Raus, raus hier!
Wir sagen ihm nichts, Brady. Ist klar? Hallo. Danke euch für das geduldige Warten. Wir können nun beginnen. So. Du erzählst mir jetzt, wo bitte finde ich Benjamin Walker? Du verschwendest deine Zeit hier. Ich habe nur gehört, Walker wäre unten in Memphis. Ihr wisst, ich habe Superkräfte. Fick deine Kräfte, du erbärmlicher Verräter. Oh, da will jemand wohl eine Demonstration. Ich zeig dir detailliert, wie stark ich wirklich bin. Ich halte meine Hand etwa so. Zielpunkt? Mary. Und? Tu es einfach, du Arschloch! Hey, nein! 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 Das ist doch mal was. So, wie sieht's denn aus? Hast du jetzt Lust zu reden? Lecker. Ich habe genug von deinem Scheiß. Schön mit dem Hammer drauf da. Red endlich! Heim. Mach ich's nicht so leicht. Telefon. Es ist Walker. Warte! Fick dich! Ja, richtig so. Ich bin Walker. Wir verschwinden hier. Scheiße. Wann darf ich denn etwas machen? Der ist hinüber, würde ich mal sagen. Ich kenne einen Ort für uns. Hilf mir hoch. So ein verdammtes Chaos. Oh ja. Deep Silver Presents. Dambuster Studios Production. Homefront, The Revolution. Jo, Bildschirm ist schwarz? Nee, doch nicht. Das ist der Ort. Für den Moment sollten wir hier sicher sein. Aber die Norks werden den ganzen Distrikt auf den Kopf stellen, um uns zu finden. Wir müssen eine andere Widerstandszelle kontaktieren. Scheiße, ich habe mir einen schlechten Moment ausgesucht, um angeschossen zu werden. Erinnerst du dich daran? Dieses Handy ist unser Ticket zum nächsten Unterschlupf. Solltest du einen Netzwerksendeempfänger finden und ihn hacken können, er wird uns mit dem geheimen Widerstandssignal verbinden und den Weg zum nächsten Unterschlupf zeigen. Hier, nimm es! Ach so. Und dann gib mir her das Handy. Wir arbeiten hier blind. Du musst ein Widerstandslager finden. Dort solltest du Informationen über den Distrikt sowie die Standorte der Sendeempfänger finden. Aber du musst dich beeilen, Brady. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, ja, machen wir. So, wollen wir jetzt mal gucken hier. Du bist unsere einzige Chance. Ja, laber, laber. Das ist nicht immer so. So, V-Smartphone benutzen. Tagebuch. Auf deinem Smartphone sind mehrere Apps installiert, die dir in deiner Rolle als Widerstandskämpfer helfen. Ah ja. Das Missionsprotokoll enthält ausführliche Informationen zur aktiven Mission und den aktuellen Missionszielen. Dank einer Abkürzung kannst du zum Ort des Missionsziels auf der Karten-App springen. Mhm. Du kannst scrollen, um alle abgeschlossenen Missionen und Ziele anzusehen. Mit Tabs kannst du dir Details jeder aktiven und abgeschlossenen Wachpunkts oder Jobs ja Anschlagtafel ansehen. Ah ja. Hier kann ich jetzt nicht scrollen. Warum nicht? Was haben wir noch? Hier haben wir eine Karte.
Da müssen wir hin. Setzen wir mal direkt einen Wegmarker. Was haben wir noch? Keine Nachrichten. Oh. Hm. Ja, Zoom geht ja echt gut. Geht gar nicht. Okay, so ein Foto gemacht. Tagebuch. Das ist Tutorial. Ein Transponder, kein Signal. Ah, alles klar. So. Wo müssen wir denn? Da müssen wir lang. Achtung, in dieser Zone ist ein Sicherheitseinsatz im Gange. Jegliche Daten sind auf dem Schuss. Ja, dann schauen wir doch mal. Ah, den möchte ich jetzt eigentlich nicht in die Arme rennen. Wir laufen ganz gemütlich. Werden wir von der Drohne verfolgt? Oh, eine Drohne hinter uns. Was will die Drohne? Wieso verfolgt uns die Drohne jetzt? Das will ich nicht. Hey, ich habe schon länger ein Auge auf ihn. Folgt sie uns jetzt auch ins Haus? Nee, bleib doch stehen. Na komm her. Auch mit dir. Und nochmal nach oben. Bleib aufmerksam, wenn du Philadelphia erkundest. Der Widerstand markiert natürlich Orte mit speziellen Symbolen. Okay. Mal erstmal alles mitnehmen, was wir kriegen können hier. Schubladen alle aufmachen. Nirgendwo was drinne. Hier haben wir auch nichts. Liegt hier irgendwo was rum? Ah, Chemikalien. Die kann man bestimmt immer gut gebrauchen. Ein Tagebuch hinzufügt. Was will er denn von mir? M? M ist doch Karte. So, haben wir hier auch noch irgendwo was? Jo, hier liegt noch was. Eine Festplatte. Noch ein Mülleimer. Schlüsselring. Ah, hier ist auch alles im Glitzern. Spannungsregler. Yeah. So. Mit Bolzenschneider können Sicherschlüsse aufgebrochen werden. Nachbarn, wir von der BBK würden gerne unsere Befürchtungen betreffend der Erziehungslage äußern. Wir fragen euch, warum hat die Regierung sie genau jetzt ins Leben gerufen? Sie behauptet, die Stadt sei unsicher und dass die Kinder zu ihrem eigenen Schutz evakuiert werden. Mhm. Bla, bla, bla. Ja, komm, mach das Handy weg. Irgendwie was zum Sammeln hier. Oh ja, eine Taschenlampe. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier in dem kleinen Raum hier noch was. Ah, sollte wahrscheinlich das Badezimmer mal sein. Liegt hier noch irgendwo was rum? Oh, hier liegt noch was. Speicher. Kann ich die Autobatterie nicht mitnehmen? Das ist aber auch mutig. Keiner da und lassen Kerze brennen hier. 16. Januar 2025. Oh, hier ist noch was. Eine Leiterplatte. Okay. Gut, dann gehen wir mal wieder zum nächsten Punkt. Haben wir hier noch was rumfliegen? Jawohl. Prozessor. Hier haben wir sonst, glaube ich, nichts mehr. Hier haben wir schon alles durchsucht. Haben wir hier noch irgendwo was? Ja, was war drin? Nix. Gut, dann gehen wir wieder raus. Ist die Drohne noch da? Nein. So, ganz unauffällig. Moin. Oh, kann man hier rein? Leg los! Hm, hier kann man nochmal ein bisschen. Ach, im Fernsehen eine Festplatte? In so einem alten Fernseher? Das wage ich doch zu bezweifeln. Achtung, in dieser Zone ist ein Sicherheitsschlüssel. Jegliche Karten sind aufgeschoben.
Okay. Meine Schuld. Bei Marktschäden kannst du Wertsachen verkaufen. Ah ja, nö, ich will jetzt nicht mit dir quatschen. Ich muss meine Mission erfüllen. Achtung, in dieser Zone ist ein Sicherheitseinsatz im Gange. Jegliche Fahrten sind aufgeschoben. Ach so, mit so einem kleinen Bolzenschneider macht er diese... Ja, nee, ist klar. Die Stimme der Freiheit. Hacke den KVA-Sendempfänger. Müssen wir denn lang? Ach da. Ja, ist ja gut. Du und dein Sicherheitsgedöns da. Was ist hier nix? Zu sammeln? Nope. So, greife Steuerung zu, bewege Maus. Ja. Verbindung hergestellt. So, was haben wir da jetzt von? Noch updatet er gerade erst. Da will ich hin. Widerstandstunnel ist immer cool. Nein, dahin. Oh, das ist doch das Haus, aus dem wir gerade gekommen sind, oder? Ja. Eindeutig. Das ist Walker. Oh mein Gott. Walker! Das ist Walker! Was sollen wir tun? Das ändert gar Scheiße. Nichts. Wir haben Walker. Hört ihr? Lasst ihn in Ruhe. Andere werden sich erheben. Ihr könnt es nicht auf... Ah! Oh. Lasst mich in Ruhe! Lasst mich verdammt nochmal! Hast du sein Bein gesehen? Verdammt, was hat er hier gemacht? Hast du sein Bein gesehen? Ja. Scheiße. Ja, wir haben sein Bein gesehen, weil wir waren dabei, wie er angeschossen wurde. Ich springe jetzt mal nicht hier aus dem Fenster raus, sondern gehe hinten rum raus. Ja, cool, hier kann ich auch noch lang. So, dann machen wir jetzt mal ganz unauffällig. Wir kennen den nicht. Nein, wir kennen den nicht. Wir wohnen hier irgendwo. Ich laufe jetzt gerade nach Hause. Diesen Scanner-Ding glaube ich mal lieber raus. Oh, da stehen auch welche. Können wir jetzt da so dran vorbei? Ja, anscheinend. Möchtest du etwas Gesellschaft? Brauchst du etwas? Ich werde morgen wieder hier. Nö, alles cool. Alles da. Wenn da etwas im Müll was mit? Ne, können wir nicht. Wir müssen auf jeden Fall hier rein. Taschenlampe. Oh, cool. Wow, was war das? Oh, Schränke auch schon alle geplündert hier. Ey, chill mal. Gelbe Jagdgewehr wie Palettenkisten sind zerbrechlich. Du kannst sie mit einem Messer zerstören. Und wie mache ich das? F, okay. Oh, noch ein paar Chemikalien. Im Kühlschrank. Ja, auch nicht schlecht. Okay. Kann also Backsteine aufheben. Geht das nur mit Backsteinen? Ja, andere Sachen kann ich nicht aufheben. Folge dem Tunnel. Ja, mach ich sofort. Erstmal gucken, ob hier noch irgendwo was zum... Na, das war ich nicht. Das war schon so. No, dann gehen wir mal hier runter. Finde einen Weg, die Tunnelbeleuchtung mit Strom zu versorgen. Oh. So, dann kann die Taschenlampe ja wieder aus. Und dann quengeln wir uns hier mal durch.
So, und jetzt mein echt die Widerständler, dass man die hier irgendwie nicht findet oder was? Auffallen, wenn man sowas baut. Wow, wow! Yeah! Was bist du denn für einer? Siehst du das Gas? Er wusste gar nicht, was los ist und dann. Bam! Hab ihn gesehen. Wo gehst du hin, ha? Verfluchter Spion, verfluchter Verräter! Will uns für eine Handvoll Reis an die Norks verkaufen. Zeigen wir ihm, was er davon hat. Ich gehe zuerst. Ganz ruhig, Bakes. Dana wollte, dass wir ihr gleich Bescheid geben, wenn wir jemanden gefangen nehmen. Du willst sie doch nicht wütend machen. Ich hoffe bloß, dass sie mir auch was übrig lässt. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Ich glaube nicht, dass ich dich wiedersehen werde. Warum nicht? Okay, deswegen nicht. Alles klar. Oh, heavy Arsch, hm? Wenn Dana mit ihm fertig ist, wird das Ganze ein bisschen leichter. Ja. Yeah. Okay. Wer ist das jetzt? Hallo da unten. Ich bin Dana. Und du bist Mr. Spion. Du und ich. Wir spielen zusammen. Du sagst mir, was die Norks über uns wissen. Und ich werde dir wehtun, während du redest. Nee. Leider wird mir das Spiel mehr Spaß machen als dir, mein Freund. Ja, das denke ich allerdings auch. Die Frage ist, wird es schnell gehen? Oder dauert es richtig, richtig lang? Du darfst so laut schreien, wie du willst, okay? Du sollst nicht schweigend leiden. Okay. Nippel zuerst. Oh, wie ist die denn drauf? Hey, Dana. Hab gehört, wir haben Besuch. Wer ist er? Oh, nur noch ein Spion. Wollte ihn gerade befragen. Ist er denn auch ein Spion? Das haben Baker und Skozari gesagt. Die zwei? Dana, die sind dumm wie Brot. Hat er was bei sich? Wie sieht's aus, Kumpel? Hast du was dabei? Was ist das? Ethan Brady? Ich wusste es. Walker sagte, er würde diesen Typen herbringen. Wieso wusste ich nichts davon? Ja, leider bist du ja nie da, wenn man dich braucht. Oh. Du kamst erst neulich zu Harveys Team, richtig? Sorry, was passiert ist, aber du hast überlebt. Wir könnten dich gebrauchen. Ich bin übrigens Jack Parrish. Das ist Doc Sam Burnett und Dana Moore kennst du ja. Sei ihr nicht böse. Vielleicht. Glück gehabt, Bürschchen. Alles klar, Kleiner. Sieht aus wie ein Kopftrauma. Gehirnerschütterung. Ich habe hier Pillen für dich. Hey Doc, er braucht keine Drogen. Er muss sich konzentrieren. Kopfverletzungen sind unberechenbar. Du fühlst dich verwirrt, Kleiner? Abwesend? Es geht ihm gut, Doc. Er kann klar denken, oder, Brady? Er hat wohl viel durchgemacht. Da braucht er nicht noch mehr Probleme. Machst du ihm einen neuen Ausweis und lässt ihn gehen? Das ist nicht so einfach, Doc. Du hast es gesehen. Die Norks suchen ihn. Außerdem brauchen wir Leute, die bereit sind, Risikos einzugehen. Und er hat schon zu viel gesehen? Ja. Also, was sagst du, Brady? Du bleibst wohl bei uns, ne? Es wird nicht glanzvoll. Und wahrscheinlich wirst du sterben. Wow, solche Reden. Und wir haben den Krieg trotzdem noch nicht gewonnen. Ja, darum brauchen wir Walker. Worte sind nicht meine Spezialität. Also, irgendwelche Einwände gegen Brady? Ja, ich... Nein? Gut. Gut. Wenn keiner auf mich hören will, gehe ich zurück an die Arbeit. Ja, mach das. Viel Glück, Kleiner. Bis bald, Doc. In Ordnung. Sobald wir wissen, wo sie Walker festhalten, überlegen wir uns, wie wir ihn da rausholen. Alles hängt von ihm ab. Aber eins nach dem anderen. Zuerst trainieren wir dich und zeigen dir, wie die Dinge hier so laufen. Ich muss mich um den Senderempfänger kümmern. Bis dann. Komm mit mir. Ja, ja. Naja, es ist gut, dass du genau jetzt gekommen bist, Brady. Walker muss etwas in dir gesehen haben. Und naja, wenn er dir vertraut, mein Instinkt sagt mir, dass du in Ordnung bist. Jo. Wir brauchen mehr Leute wie dich. Leute, die beim Aufstand mitwirken wollen. Und um genau das dreht es sich jetzt. Wir müssen die Leute anheizen, dann werden wir bald alles überrollen. Wenn wir die ganze Stadt auf unserer Seite haben, haben die Norks keine Chance mehr. Walker ist der Funke. Die Leute werden ihm folgen. Wir müssen ihn zurückholen. Ja,
Da man zu. Ja, wir sind jetzt schon einige Monate hier unten. Das ist alles Teil der Broad Street U-Bahn-Erweiterung, die vor ein paar Jahren stillgelegt wurde, weil die Stadt kein Geld mehr hatte. Sie taucht auf keiner Vorkriegskarte auf, also wissen die Norks nichts davon. Da hast du's, Brady. Das ist der Stiefel, der in den Arsch der KVA treten wird. Komm schon her. Dieser Laden hier? Eins nach dem anderen. Wir besorgen dir mal etwas amerikanischen Stahl. Das ist Sidney Cook. Er ist fürs Waffenlager zuständig. Okay. Knarren. Wer ist das? Das ist Ethan Brady. Er hat Walker geholfen. Walker wurde verhaftet. Ja, aber das war nicht Bradys Schuld. Mach dir keine Sorgen um Cookie. Er ist grundsätzlich schlecht gelaunt. Doch er ist ein Genie in Sachen Waffenimprovisation. Also bleibt er vorerst mal bei uns. Nicht wahr, Cookie? Du hast immer was Neues am Köcheln, ne? Irgendwann wirst du diesen Witz erzählen und ich werde dich erschießen. Dann werden wir ja sehen, wer zuletzt lacht. Ganz ruhig, okay? Brady braucht eine Waffe. Was kannst du ihm geben? Irgendwas Schweres. Irgendwas Dicket. Das haben. Eine Pistole. Wenn du ein bisschen Talent hast, können wir über ein Upgrade reden. Ja, dann lass uns über ein Upgrade reden, weil ich will keine Pistole haben. Da muss schon was mehreres sein. So. Ja, schön. Und nun? Du denkst bestimmt, eine Pistole allein richtet nicht viel aus. Richtig. Mit Cookies Spezial-Umwandlungskits hast du plötzlich eine MP. Oh, okay. So, wähle die Option Waffen aus, um alle verfügbaren Waffen zu sehen. So, Pistole, die haben wir. Maschinenpistole. Na los, Brady, schnapp dir ein Werkzeug. Sei ja. Nicht schüchtern, Brady. Nimm ein Werkzeug. Ja, hab ich doch schon. Hier, bitte. So. Versuch jetzt, deine Pistole umzuwandeln. Drücke X, um die Waffe zu modifizieren und dann 3, um zur MP-Umwandlung zu wechseln. X, 3. Oh gut, warum nicht, ne? Ja, nice. Immer der Charmeur. Bis dann mal, Sid. Harris, kriegen wir irgendwo Munition? Die Infos von diesem Sendeempfänger. Ich weiß, mach dir keine Sorgen. Nur kann ich Munition haben? Sagt Hi zu Brady hier, er ist der neue Rekrut. Der Widerstand besteht aus mehr als nur den Truppen an der Front. Was geht? Das sind die Menschen, die ihr Bestes tun. Ah, nix. Nimm dir ein Beispiel an Doc Burnett. Das wird uns aber nicht den Sieg bringen. Wir müssen unsere Stärken durch die Erweiterung unserer Einsätze in der roten Zone ausbauen. Wir werden weiterhin überfallen und ausrauben. Das schwächt die Norks und stärkt uns. Und irgendwann werden wir das Blatt wenden. Und in der gelben Zone kämpfen wir um die Herzen der Menschen, die dort gefangen gehalten werden. Wir geben ihnen den Glauben, siegen zu können. Wenn Walker das Zeichen gibt, werden sie sich erheben und uns folgen. Wir bekommen aber nur einen Versuch. Wir müssen bereit sein. Ja, dann man zu. Okay, du sollst zur roten Zone gehen. Dana wird dir dann zeigen, wie wir arbeiten. Diese Irre? Ist sie die Beste überhaupt. Versuch bitte nicht, sie zu verärgern. Zeig mir, dass ich dir vertrauen kann, okay? Du willst ja nicht unvorbereitet rausgehen. Nimm lieber ein paar Molotovs mit. Hey, Lorna, gib dem Neuen ein paar. Am besten lernst du selbst, welche zu machen. Nimm ein paar Zutaten und probier's aus. Wahrscheinlich das hier, ne? Zündvorrichtung, Treibstoff. Jetzt füge alles zusammen. So, Leertaste bauen. Wie viel können wir denn davon bauen? 3? Gut gemacht. Okay, jetzt bist du startklar. Molotovs eignen sich perfekt gegen Soldaten. An Drohnen oder Fahrzeugen richten sie allerdings gar nichts an. Also sei vorsichtig. Entry ist hier unten. Viel Glück da draußen. Alles klar, werde ich wahrscheinlich auch brauchen. Dann gehen wir mal in die rote Zone. Mal schauen, was uns da erwartet. Dana, Parrish hier. Ich schick dir Brady vorbei. Was ist das denn hier? Er kann dir mit dem KVA-Sendeempfänger helfen. Du musst die Koordinaten jeder KVA-Operation in diesem Gebiet besorgen. Dana hier. Verstanden. Ihr werdet alles bekommen. Sobald wir den KVA-Sendeempfänger erreichen, werden wir die Daten runterladen. Zündvorrichtung, Batterien. Wir haben Besuch. Die Patrouillen haben anscheinend über Nacht ihre Routen geändert. Ich helfe ihm mal eben. Wir haben keine Wahl, wir müssen sie angreifen. Ja, ich komme ja schon. Bin schon unterwegs. Wir haben gesetzt. Brady, hier drüben. Okay. Bin schon da. Parrish möchte dich ausbilden.
Und ich denke, ich bin dir von vorhin noch was schuldig. Also wirst ja. du von den Besten lernen. Stellen Nach der Aktion ja. Neuer Plan. Wir lauern dieser Patrouille auf. Brady, du gehst am besten mit G-Man mit. Mach einfach, was er sagt und versuch nicht zu sterben. Okay, ich versuch's. Komm schon, Kumpel, hier entlang. Ach ja, versuch nicht zu sterben. Also irgendwie Alpha, kurz nach dem Warte doch kurz. Dialogen okay, ja. leckt das irgendwie immer ein bisschen. Direkt vor uns sind Fässerfallen aufgebaut. Brady, wir müssen hier entlang. Komm schon, beeil dich. Ja, ist ja gut. Durch das Fenster und dann Kopf runter. Okay. Sie sind ganz in der Nähe. Hoffentlich klappt das auch. Sie nähern sich der Stelle. Jetzt oder nie. Oh, jetzt wird's lustig. Jetzt wird es lustig. Brady, mach dich bereit. Okay. Noch nicht. Warte. Jetzt. Au. Es hat geklappt. Schnappt euch den Rest. Okay, das Luftschiff ist unterwegs. Wir haben nicht viel Zeit. Seekers! Achtung! Noch eine Patrouille! Jesse und White haben's erwischt! Wir sind hier fertig! Rückzug! Rückzug! Verschwindet von hier! Okay, ich verpiss mich. Naja, ich renne jetzt einfach. Da hinten ist ein Wegpunkt, da renne ich jetzt hin. Dana, Isaac hier. Wir sitzen auf dem Präsentierteller. Wo seid ihr denn? Isaac, wir sind auf ein Problem gestoßen. Es wäre besser, wenn wir uns aufteilen. Jeder versucht, einen Empfänger zu erreichen. Vielleicht kommt wer durch. Okay. Brady, ich habe einen Empfängerstandort auf dein Telefon geschickt. Wir versuchen es bei den anderen. Viel Glück. Na, das meine ich. Das hat mich gerade wieder so eklig geleckt. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich gebe jetzt einfach mal Hakengas. Aua, aua. Okay, das ist schon leicht schwierig zu lenken hier. Oh Gott, Gott. Ey, lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Parrish, wie sieht's aus? Seid ihr schon beim Sendeempfänger? Parrish, wir sind auf Probleme gestoßen. Wir mussten uns trennen. Einer von uns wird es schaffen. Keine Sorge. Okay, ich verlasse mich drauf. Repariert. Nach dem Kampf um Philly hat die KVA sie in einen Stützpunkt umfunktioniert. Erobere sie zurück. Okay, das war's jetzt schon. In diesem Lagerhaus befindet sich ein KVA-Sendeempfänger. Wenn wir Zugriff darauf hätten. Ach, muss wieder hacken. Yay! Wie geht's dir? Hoffentlich haben wir heute mal Glück, was? Was ist jetzt unser Laden jetzt hier? Hier spricht Moore. Du konntest den Senderempfänger besorgen. Ich bin beeindruckt. Natürlich. Wir werden von diesen geheimen Informationen Gebrauch machen. Ich nehme an, Parrish hatte recht, was dich angeht. Ich werde einer möglichen Sichtung von Walker nachgehen. Du solltest dich mit unserer Operation vertraut machen. Unser wichtigstes Waffenlager befindet sich in diesem Bezirk. Ned Sharp hat dort das Sagen. Du solltest dort mal hingehen und dich vorstellen. Ich lade den Standort jetzt auf dein Handy hoch. Wir sehen uns, Brady. Ja, so, jetzt will ich erstmal hier in Ruhe gucken. Aufsätze. Philly Alpha, an alle verfügbaren Teams, hör zu. Wir haben Walker. Wir müssen ihn zurückholen. Darauf kannst du deinen Arsch retten. Ich möchte, dass alle ihre Augen und Ohren offen halten. Jedes Wort, jedes Zeichen, jede noch so kleine Information, wohin sie ihn gebracht haben könnten, meldet ihr. Haben das alle verstanden? Laut und deutlich. Bin dabei. Alles klar. Ich nehme mal das hier. Ein bisschen mehr Treffsicherheit und ein bisschen höhere Reichweite ist immer cool. Kann man den irgendwie aufrüsten hier oder wofür ist das gut? Aha, okay. Wir haben wahrscheinlich schon eine neue Knarre. Raketenwerfer gibt es auch. Kampfgewehr.
Schrotflinte, Sturmgewehr, Armbrust und Luftdruckpistole. Mhm, okay. So. Dann würde ich allerdings erstmal sagen, bis hier für diese Folge erstmal Schicht im Schacht.